Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Chef Live Restaurant Simulator. So, wir haben das. Ja, da müssen wir noch. Das dauert noch ein bisschen. Doradenfilet muss er noch machen und Rotbarbenfilet. Und sie braucht gebratenes Steak, blutig gebratenes Steak, medium gebratenes Steak, gut durch. Und gegarter Lammkronenbraten mit Senf und Petersilienkruste. Und Kalbsfleisch mit Oliven und 7 Gerichte der Kategorie Fleisch, ausschließlich mit Fleisch der Qualität bemerkenswert. Okay. Dann müssen wir das Steak wieder auf die Karte nehmen. Und den Lammkronenbraten mit Senf. Kasim hat ja jetzt, was braucht er noch? Thunfisch haben wir, Lachs haben wir und Scampi mit Gemüse haben wir. Das heißt, das kann runter. Habe ich hier noch irgendwelche Gerichte, die noch offen sind? Das können wir mal noch erlernen. Steinpilz, Pfifferling. Können wir auch mal erlernen. Da brauche ich 3 Punkte. Da brauche ich noch 3 Punkte. Oh, das sieht auch lecker aus. Brauche ich aber auch 3 Punkte. Und da brauchen wir 3 Punkte. Ah, das haben wir jetzt auch erst mit Stufe 21 freigeschaltet. Okay. Oh, wir haben die ersten Feinschmeckergerichte. Aber da brauchen wir Stufe 26. Okay, das müssen wir natürlich dann noch auf die Karte setzen irgendwann. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das Steak muss wieder auf die Karte. Das können wir mal mit draufnehmen. Dann nehmen wir den Lachs runter und ich nehme das Steak wieder drauf. Dann haben wir das auf jeden Fall. Dann muss ich das Lamm machen. Wo haben wir es? Lamm mit Kartoffeln. Das müssen wir jetzt kochen. So. Weil dann kann das auch mit auf die Karte. So, und wir brauchen Lammkarree. So. Also, das sind 2. Okay, das hätten wir. Was brauchen wir dafür? Einmal Kartoffeln kochen und salzen und in der letzten Phase abdecken. Okay. Großer Topf mit Wasser und dann rinn mit den Kartoffeln. So. Brauchen wir zum Glück nicht umrühren. Das ist schon mal viel wert. Perfekt. Stufe 2 müssen wir es halt abdecken. So, derweil können wir Brotknoblauch zu einer Knoblauch-Petersilien-Mischung machen. Brotknoblauch-Petersilie. Okay, läuft auch. Die Kartoffeln müssen wir zu Püree verarbeiten. Das dauert noch. Derweil können wir das Lammkronenbraten mit der Mischung und Senf in einer Backform. Ja, ich sehe nicht, wie weit das ist.
Dauert noch. Hallo? Jetzt. Müssen wir auch nicht würzen, das ist schon mal gut. Was machen meine Kartoffeln? Jawohl, jetzt muss der Deckel drauf. Die Auflaufform bei T2 in den Ofen. Müssen wir aber nichts mitmachen sonst. Okay. Das ist ja einfach. T2. Und warten, bis es fertig ist. Derweil brauchen wir das Kartoffelpüree. Ja, da müssen wir erst warten, bis das fertig ist. Das braucht noch ein bisschen. Jetzt sind wir erstmal ausgebremst. Das braucht noch ein bisschen. Was machen wir dann? Püree, Milch und Butter. Achso, da machen wir dann das eigentlich Püree draus. Und das müssen wir aber auch nochmal würzen. Da können wir aber schon mal den kleinen Topf holen. So, das müssen wir zu Püree verarbeiten. So. Der braucht noch ein bisschen. Also erst Püree, dann Milch, dann Butter. Ich warte, glaube ich, kurz. Das ist mir jetzt zu riskant, dass uns das Lammkarree hier dann anbrennt. Ja, das Lamm, nicht Karree. Lamm. Lamm halt. Okay, ab der Hälfte. Ab der Hälfte können wir es rausholen, aber es geht relativ zügig. Deswegen warten wir da noch kurz. Dann brauche ich nicht groß. Sonst. Jetzt sind wir im sicheren Bereich. So. Holen wir raus und packen das mal geschwind hier drauf. So, erst das Püree. Hätte ich auch auf das Ding tun sollen, dass das nicht kalt wird, aber jetzt kochen wir ja erstmal noch nicht für Gäste. Aktuell kochen wir ja mal erstmal nur für uns. So, da kann gleich die Milch rein. Und wir rühren mal vorsichtshalber um. So, und zum Schluss kommt dann die Butter noch rein. Und dann können wir das Ganze auch schon servieren. Sehr schön. Da haben wir dann immer zwei von. Also aus einem Ding kriege ich vier von denen. Das ist schon mal gar nicht so unpraktisch. Gar nicht so unpraktisch. Gucken, wie viel Püree das gibt, aber das dürfte, ja, könnte mehr als eins geben. Könnte mehr als eines ergeben. So, jetzt muss dann die Butter noch dazu. Wir rühren nochmal. Und dann ist das auch gleich schon fertig. Ja, Dorade und so, das müssen wir noch ein bisschen kochen, glaube ich. Bis wir die, das Doradenfilet dann wahrscheinlich draus machen können. Bis wir das entsprechend aufwerten können.
Denke ich mal. So. Waschen direkt mal ab. Soll ja sauber sein in der Küche. Muss ja keinen Schweinestall hinterlassen, ne? Oh, ich glaube, brauchen wir nicht nochmal. So, nehmen wir mal eins. Das servieren wir, glaube ich, erstmal so, wie es ist. Das sieht nämlich ganz lecker aus, so wie sie das da angerichtet haben. Da braucht man nicht tätig werden. Oh, auf dem eckigen Teller sogar. Mhm. Nehmen wir. So, das hätten wir. Muss ich gerade mal gucken. Auf verbessern können wir ja keines. Korsisches Kalb. Das ist auch was für sie. Okay, dann machen wir das. Knoblauch, Zwiebel und ein Stück Kalbsfleisch. Das müssen wir würfeln. Ich mach gerade hier erstmal leer. So. Und einmal Kalbsfleisch. Genau, Würfel. So, haben wir auch. Dann müssen wir zack, zack, das verarbeiten. Knoblauch müssen wir würfeln. Zwiebel. Hacken, dann haben wir das. So, das müssen wir alles in die Pfanne hauen. In die Sortierpfanne. Erst die Zwiebeln, dann Fleisch und Knoblauch und zum Schluss Tomate und Dings und Gewürze braucht man natürlich. So, eine Sortierpfanne. Erst Zwiebeln. Können wir schon mal würzen. Es fehlt viel schwarzer Pfeffer. Perfekt. So. Danach Knoblauch und Fleisch. Muss gerade gleich mal gucken, wann wir das denn abdecken müssen. Am Schluss. Okay. Am Schluss müssen wir es abdecken. Das kriegen wir hin. Am Schluss abdecken. Also, das war's dann auch schon. Und das ist ja easy. Das ist ja mal easy. Hauen wir das gleich noch rein und dann können wir auch gleich schon servieren. So, gerade mal noch umrühren. Cool. Das ging ja schnell. Haben wir sonst noch mehr Gerichte, die wir für sie brauchen? Das haben wir gemacht. Das ist für Kasim, das haben wir auch gemacht. Thunfischsteak, Rindfleisch mit Kartoffeln, Scampi mit Gemüse. Was fehlt denn? Ich kann noch mal umrühren, aber... Eigentlich passt das soweit. Also, die kann man da... Ich dachte, das... Könnte ich da alles... das könnte ich irgendwo abstellen, aber... Nee. So.
Dann haben wir das auch noch mit auf die Karte. Dann nehme ich mal die Muschel runter, glaube ich. So, nehmen wir. So, dann nehmen wir die Jakobsmuschel mal runter und hauen dafür korsisches Kalb mit Oliven auf die Karte. So, dann beenden wir auch mal die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben, da würde mich sehr drüber freuen. Und ich sag tschüss. Bis zum nächsten Mal.